Ernest Coleman in seinem Haus in London Greenford. Hier lebt der 91-Jährige seit Jahrzehnten. Seit seine Frau Eve vor einigen Jahren verstarb, wohnt er hier allein. Sein Sohn Tim, mit dem er täglich telefoniert, lebt als Rechtsanwalt in Philadelphia, USA. Geboren wurde er als Ernst Kohlmann am 1. Juni 1926 im Marienhospital Wesel. Zweites Kind von Martin und Frieda Kohlmann. Der Vater betrieb einen Großhandel mit Teppichen, Gardinen und Stoffen. Die Mutter wachte über Kinder und Haushalt. Die Kohlmanns waren jüdischen Glaubens. Und das sollte der Familie wie so vielen anderen während der Zeit des Nationalsozialismus zum Verhängnis werden. Ernest Coleman selbst hatte Glück und konnte als Jugendlicher Anfang 1939 mit einem der sogenannten Kindertransporte nach England emigrieren. Seine Eltern sowie die ältere Schwester Margit hingegen wurden am 4. Dezember 1941 nach Riga deportiert, zunächst in ein Ghetto, später in ein Konzentrationslager. Martin und Frieda Kohlmann wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Die Schwester überlebte mehrere Konzentrationslager und die sogenannten Todesmärsche. Sie wurde 1945 von der englischen Armee befreit. Über seine Kindheit in Wesel und Köln, die Ausreise nach London und seine Jahre im Exil sprach Ernest Coleman im Jahre 2016 mit Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp. Herr Coleman, Wesel ist Ihre Geburtsstadt. Sie haben in Wesel Ihre frühe Kindheit verbracht. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit? Ziemlich frühe Erinnerungen. Nämlich meine Mutter selig, die hat freiwillige Arbeit geleistet im katholischen Krankenhaus Marienhospital. Und da bin ich immer mit ihr gegangen, habe so einen kleinen Koffer getragen mit ihrem Kittel, weißen Kittel und Bürsten und sowas, nicht wahr? Nämlich in unserer Religion. Es ist eine große Ehre, die Toten zu waschen und die Haare zu schneiden und auch die Nägel zu schneiden und dann in ein Tuch wickeln, bevor sie begraben wurden, nicht wahr? Und so, wie wir dann hereinkamen, da waren Treppen rauf ins Krankenhaus, da an der linken Seite ist natürlich jetzt nicht mehr so, wie es war, war das Büro von der Schwester Oberin, nicht wahr? War alle in weiß, Haube und so weiter. Eine sehr nette Dame, nicht wahr? Die hatte das Sagen über das Krankenhaus und sagte, na komm rein, Ernstchen, und da willst du ein Bonbon? Braucht man Ernst nicht zweimal zu fragen. Und da waren die großen Glasbehälter. Ich weiß nicht, ob du erinnern kannst. So mit einer Schraubdose oben. Nicht wahr? Da konnte man ganzen Arm reintun. Und na, hab dann einen Bonbon genommen. Ich war immer ein bisschen frech. Und habe ich manchmal, wenn sie nicht geguckt, habe ich mir zwei genommen, nicht wahr? Und saß da brav, nicht wahr? Die Bonbons lutschen. Hat sie mich auch mal gefragt, willst du noch eins? Habe ich ja. Und so war das dann, bis Mutter fertig war und hat mich dann wieder nach Hause genommen. Aber es war eine ziemlich große Wohnung. Ja. War, nämlich ja. Vorher hatten wir in der Sandstraße gewohnt. Mhm. Was mich da erinnert, ist noch der Kachelofen. Also. Ich weiß noch, da war mal ein Feuer hier in der Stadt. Ja. Irgendwie so, nicht wahr? Ja. Und
Ich weiß nicht was, aber es ging ganz hoch, man konnte es sehen. Ja. Und hat mir natürlich Angst gemacht. Mhm. Und meine Mutter war sehr froh drüber, weil ich nie mit Feuer gespielt habe. Ja, so. Ich sage nur, wenn ich spreche über Wesen oder Köln oder was auch immer, ja, was ich noch weiß, ja, und was ich noch in meinem Kopf sehen kann. Ja. Man könnte natürlich vieles erfinden, nicht wahr? Aber genau. Nee, das tue ich nicht. Sie haben nachher mit Ihren Eltern in der Molschke Straße gewohnt. Haben Sie noch Geschwister gehabt? Ja, Margret, meine Schwester, die hat... Ich hatte an sich nicht so viel Kontakt mit ihr. Sie hat alle ihre eigenen Freunde, nicht wahr? Und sie ist auch nicht aufs Lyzeum gegangen. Ich war damals so, dass die Erziehung und Bildung von Mädchen nicht eine große Sache war, nicht wahr? Man hatte gedacht, sie werden im Haushalt gebildet, nicht wahr? Und werden dann heiraten, nicht wahr? Und sie ist zurückgeblieben, wie ich von zu Hause wegging. Mhm. Und ins KZ mit meinen Eltern gegangen. Sie sind in Wesel zur Schule gegangen, Herr Kohlmann. Wissen Sie noch, wo Sie zur Schule gegangen sind? Ja, wir beide sind in dieselbe Schule gegangen, die jüdische Schule in Wesel. Mhm. Das war in einem Raum. Und vielleicht so groß wie dieser. Wissen Sie noch, wo die Schule war in Wesel? Ja, gegenüber von dem Philipp-Rudi-Dom. Ah ja. Ein Hinter war ein Hof. Ja. Genau. Mit dieser Walnuss. Mit dem Walnussbaum. Ja, genau. Richtig, genau. Und keiner hat sich daran erinnert. Ich war der Einzige, der sich daran erinnern konnte. Ja. Der Walnuss, ja, nicht wahr? Der Lehrer, kann ich mich noch erinnern, hieß Dannenberg. Genau. Mhm. Und der hat alle Stufen von der Schule belehrt. Ihre Eltern hatten ein Geschäft in Wesel. Ja. Was war das für ein Geschäft? Wholesale, was ist das? Großhandel. Mhm. Teppiche und Gardinen. Und sowas, nicht wahr? Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass wenn neuer Stoff ins Lager kam, meine liebe Schwester immer, ja, da will ich ein Kleid davon, nicht wahr? Mhm. Hat mich ein bisschen geärgert. Warum soll sie ein Kleid? Es war ja nicht für mich, ich konnte keine Kleider aus solchem Stoff haben. Mhm. Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, waren Sie ja auch noch ein recht kleines Kind. Ich war 7. Ja. Haben Sie Erinnerungen daran? Ja, die einzige Erinnerung war und ist die vielen Hakenkreuzflaggen überall. An sich nicht besonders. Natürlich auch die Nazi-Uniformen, nicht wahr? Ich glaube, jetzt wo ich sehe, dass es ziemlich weit ist von der Molkestraße zu hier, dass ich bin nicht gelaufen. Ich glaube, wir hatten ja einen Chauffeur, ein Auto, wurde ich hingefahren. Ja. Eins kann ich mich noch erinnern, wie ich von der Schule gekommen bin, nicht wahr? Da haben immer ein paar Jungs da gewartet und dann konnte ich immer auswählen, wer mit mir ins Auto gekommen ist. So. Der ersten Erinnerungen hier in Wesel, das war da. Da war natürlich nicht eine Fußgängerzone, war eine normale Straße. Ja, eine Autostraße. Genau. Und komischerweise, weil ich mich daran erinnere, da war eine Beerdigung. Ja. Und war so ein Wagen mit Pferden, schwarzen Pferden. Ja. Da 4 Rösse. Und damals gingen Leute hinter diesem Wagen auf Fuß. Ja, zu Fuß, genau. Alle in Schwarz. Ja. Und
Die gingen so in diese Richtung. Ja. Und die da, Bundesstraße hoch. Ja, mhm. Und da zur gleichen Zeit wurde mir klar, auch da waren da ein paar Geschäfte, jüdische Geschäfte. Genau, da war das Kaufhaus Lions und Levenbach. Ja, und da stand Geschmiererei mit Jude. Ja. Ich weiß, das konnte ich schon nehmen. Und einen Davidstern natürlich, ja, wusste ich. Und ich habe mich so gewundert, Geschrei von Leuten. Da war ein Freund von mir, der hieß Günther. Nachname habe ich vergessen. Und wir haben so geguckt, ich war, was ist los? War ein Rätsel für uns, nicht wahr? Ja, da warst du zu jung für, um das, ja, um das da jung schon zu verstehen. Es war 33 oder 34, ganz am Anfang. Ganz am Anfang, ja. Und bin ich nach Hause, habe Mutter gesagt, und Mutter hat gesagt, ach, quatschen, und ich soll keine Notiz davon nehmen. Mhm. Habe ich auch nicht. Aber ich habe oft gedacht, das war die erste Wolke, ja, vom Leiden, ja, ja, die ich gesehen habe. Ja, ja. Nicht wahr? Ihr Vater hat sein Geschäft dann nach Köln, ja, verlegt und, ja, die Repressionen nahmen zu. Haben, ja, Sie davon was mitbekommen als Kind? Nicht so viel. Mhm. Später schon, da waren wir schon länger in Köln. Mhm. Da war mal eine Prozession von diesen Verbrechern. Und da kam ein, der war so ein paar Köpfe größer als ich, hat mich gefragt oder angeschrien, warum ich nicht die Hand hochhebe und Heil Hitler sage, habe ich gesagt, ich bin verboten, das zu tun, ich bin nämlich Jude. Mhm. Da hat er mich gehauen. Mhm. Na, meine Beine waren schneller als seine. Und bin dann weggelaufen. Denn ich wusste, wenn ich mich verteidige, das nächste Klopfen an der Tür würde die Gestapo gewesen sein. Sie sind dann auch in Köln zur Schule gegangen? Welche, ja, Schule war das? Das war ganz nah von uns, in der Lützowstraße. Na, die Straßen da, Bohnstraße, Molkestraße, Lützowstraße und so weiter. Mhm. Ganz Riesengebäude, grau. Und das hieß, das war die jüdische Volksschule. Das war schon scheinbar eingerichtet, bevor die Nazis, mhm, da kamen, und bin dann eingeschult worden. Hatte dann eine schlechte Überraschung. Ich konnte nur Deutsch schreiben, also Sütterlin-Schrift, mhm, nicht wahr? Und mit Schiefertafel und Griffel und Schwamm, nicht wahr? Also wie in der Steinzeit. Und natürlich haben sie mich alle ausgelacht in der Schule, nicht wahr? Da kommt dieser Bauernjunge oder was auch immer, nicht wahr? Kann ich Latein schreiben? Da muss ich das erst lernen. Und ich kann mich noch erinnern an den Lehrer, Herr Grünebaum. Hat rausgeholt, Kohlmann, habe ich ja gelernt. Ich werde Ihnen was sagen, aber nur einmal. Sie sind jetzt in meiner Klasse. Was Sie nicht lernen wollen und nicht lernen können, das werde ich Ihnen mit dem Stock beibringen. Ich glaube, sowas gibt es heute nicht mehr. Nach der Volksschule sind Sie ja noch auf eine andere Schule gegangen, zum Gymnasium in Köln. Ja, zu der Zeit waren die Nazis natürlich im vollen Gang und alle jüdischen Kinder wurden von den öffentlichen Schulen, Gymnasia, Unis, was auch immer, rausgeschmissen. Na, manche standen sich auf der Straße und wussten nicht, was sie tun sollten. Ich hatte Glück.
Ich habe immer im Leben Glück gehabt. Ich sage Glück in unglücklichen Zeiten. Und haben Sie Erinnerungen an die Pogromnacht in Köln? Ja, sehr viel. Ich war immer, wie soll ich sagen, ich habe immer gehört und gelernt, was los war. Und ich wusste ganz genau den Stand der Sache. Und bin da öfters in der Nacht aufgewacht, ganz wach, weil ich gedacht habe, jetzt geht's los. So kam es dann am Morgen von dem 10. November, glaube ich. Das Telefon, hat noch ein Telefon, hat geklingelt, war jemand da und meine Mutter hat gesprochen. Wie sie dann fertig war, ich kann mich noch erinnern, ihr Gesicht war voller Angst. Und dann ging sie quer durch die Diele in unser Esszimmer. Und da sagt die Mutter zu mir, komm mal, guck mal aus dem Fenster. Das war so schräg. Und da sah ich die Synagoge. Ich war so vier Häuser weiter von unserem Haus in der Rohnstraße. Und Qualm und Rauch kamen da raus. Ich habe keine Flammen gesehen, nur Rauch und sowas, nicht wahr? Gegenüber, da war dann die Straße, die Rohnstraße, und gegenüber von der Synagoge war so ein Rasenplatz. Da war auch ein Park da. Und da standen Leute in so Halbmond. Ich habe mich komischerweise gewundert. Die standen da ganz ruhig. Kein Heil Hitler, kein Geschrei. Die haben da nur geklotzt. Da weiterhin war ein Feuerwehr. Wagen. Natürlich haben sie es nicht gelöscht. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Nazis reingegangen sind, rausgegangen sind, nur dass die Leute da standen, nicht wahr? Und waren natürlich SA-Männer auch. Und dann hat es wieder geklingelt. Natürlich Angst und Schrecken. Das war, wenn man sie Nachbarin nennen kann, von oben eine Etage höher. Und die kam dann in unsere Diele. Mutter hat sie gesehen. Mutter ist weggegangen, kam zurück mit einer so einer kleinen Kiste oder Dose oder was auch immer. Hat dann leise mit dieser Frau gesprochen. Ich kann nur raten, dass in dieser Schachtel Wertsachen waren, vielleicht Juwelen, was auch immer, Geld, Dokumente. Da hat Mutter zu mir gesagt, Ernst, geh mit dieser Dame. Ich habe dann gefolgt aus der Tür, die Marmortreppe rauf. Tür war schon offen, kam da rein und die Mutter, die ältere Dame, habe ich begrüßt. Er hat gesagt, komm mit mir. Die Tür war offen vom Schrank und da sah ich auf dem Boden von diesem Möbelstück zwei Kissen liegen. Da sagte die Dame, steig rein in den Schrank, mach dich bequem, ich muss die Tür zumachen und auf keinen Fall irgendwelche Geräusche machen, wenn du Fuß
Geräusche hörst und oder Leute, die laut sprechen und so weiter, musst du ganz stumm sein. Was ich auch getan habe. Ich habe zurzeit kein Herd. Ich habe Angst gehabt, in erster Instanz für mich selber und dann für meine Eltern und Schwester. Denn dann wusste man schon, was los war. Wie lange hat das gedauert? Den ganzen Tag, bis abends. Mhm. Und dann kam, hat es wieder geklingelt und war unser Chauffeur, Haas hieß der. Und der sagte zur Mutter, mach dir keine Sorgen, Vater ist bei ihm und seiner Mutter. Mhm. Hätte jemand das gewusst, er ist im Kopf gekostet. Das ist, wo der Ärger ist, natürlich, da habe ich das alles gesehen, nicht wahr? Konnte man, hat man die... Hier auf den Park geschaut? Ja. Und ja. Ihr wart... Ja, ich glaube, die Bäume sind nicht so alt wie das. Da war offen, das war offen. Ja. Ja, da standen die Leute in so einem Halbmond. Ja, wie ich mich erinnern, war der Eingang da größer, breiter. Ja. Für deine Eltern. Die können wir uns ja jetzt noch mal eben anschauen. Meine Mutter und mein Vater. Für tot erklärt. Und Sie sind dann mit einem Kindertransport nach England gekommen. Ja, das kam dann ein bisschen später. Ich spreche jetzt von November 1938. Dann kurz danach haben wir jedes ein Stück Papier bekommen, so normales. Die Verlegung des Gymnasiums nach England, in das ganze Gymnasium. So war es, dass die Eltern das unterschreiben mussten und alle Rechte über ihre Kinder nicht mehr haben sollten. Ich war nicht krank oder tot oder was auch immer. Und wir sollten genug Kleider haben, ja, für ein paar Jahre. Keiner hat daran gedacht, dass Kinder nicht dieselbe Größe bleiben. Wie alt waren Sie damals? Damals war ich 12. Und es wurde auch geschrieben, ich glaube, das ist nicht geschrieben, das wurde uns gesagt, dass man nicht älter als 16 Jahre alt soll, und dass man dahin kommt ohne Eltern, ohne Verwandten oder Geschwister, Freunde, was auch immer. Nur als alleinständiges Kind, Junge oder Mädchen, das in Wirklichkeit es so war, wenn wir in England angekommen sind, ohne welche Eltern und so weiter, wurde man ipso facto ein Waisenkind. Natürlich hat man das nicht so gesehen zur Zeit. Das war natürlich die Auswanderung und das von zu Hause weg sein. Wie war der Abschied von Ihren Eltern und Ihrer Schwester, bevor Sie nach England gefahren sind?
ja eine Art von Abschied. Meine Eltern haben da damals ein Telegramm bekommen, stand drauf, ganz kurz, Treffen in der Javni-Schule, 2 Uhr, 3 Uhr, Abschied. Eine, 2 Stunden später. Und dann Wegreise um 5. Das war der Abschied. Ich kann mich noch erinnern an den Kölner Hauptbahnhof. Und da war eine große Uhr, die ist jetzt noch da. Jetzt. Punkt 5 ist der Zug nach Holland auf seine Reise gegangen. Die letzte Person, die ich die Hand geschüttelt habe, war unser Religionslehrer, Dr. Stein. Ahnten Sie, dass das ein Abschied für immer sein würde von Ihren Eltern? Komischerweise ist mir die Idee im Kopf gekommen. Ich weiß nicht, ich habe nicht darüber mit anderen gesprochen. Aber irgendwie hatte ich ein Gefühl. Ich kann eigentlich nicht von Heimweh sprechen. Man hatte zu viele andere Eindrücke damals. Ich war wie von Hukov, wie wir von Harwich nach London kamen im Zug. Das war so ganz früh morgens. Da gab es Fog, nicht wahr? Ja. Was ist Fog? Nebel. Nebel. Mhm. Nebel. Und die ganze Landschaft war eingehüllt im Nebel. Und Millionen von Schornsteinen haben da geraucht. Mhm. Ja, gemacht. Und es war, ich hatte gedacht, es war ein Pfad in die Hölle. So sah es aus. Als Sie in England angekommen sind, wo haben Sie dort gelebt zunächst? Ja, die haben da ein Haus gemietet. Könnte sein, dass sie gekauft haben, ich weiß nicht. Und da waren wir einquartiert in dieser Klasse, wo ich war, die Quarter von der JP. Gewöhnliches Zimmer, waren wir 7 Jungs zu Bett. War das in London? Bitte? War das in London? Ja, North End London. Mhm. Ach so. Anständig, nicht wahr? Aber 7 Kinder in einem Zimmer ist nicht direkt Luxus. Hatten Sie Kontakt in dieser Zeit mit Ihrer Familie in Deutschland? Ja, nicht sehr oft. Dann wurde das Hostel aufgelöst? Ja. Und Sie kamen in Pflegefamilien? Ja, es wurde so, Leute, bevor der Krieg angefangen hat, konnten sich melden, dass sie, wie hießen das, Evacuees, Kinder, die von den großen Städten ins Land, aufs Land kommen, weil man gedacht hat, am nächsten Tag kommen Geschwader von deutschen Bomber und machen alles kaputt. Wie sie ja auch schon in anderen Ländern getan hatten. Nichts passiert. Und so wurden wir dann ausgeladen und die Straße so runtergeführt wie Vieh. 2 und 2 Leute standen da im Vordergarten. Manche haben dann so 1, 2 Kinder zugeteilt bekommen, weil sie schon registriert waren. Andere haben Mitleid gehabt mit den Kindern, die da sahen. Es waren ja verschiedene Größen. Und die haben gesagt, ja gut,
wir nehmen ein Kind, waren aber gar nicht darauf eingestellt. Und das war das Anfang einer anderen Geschichte. Von der Zeit, wie der Krieg angefangen hat, bis Mitte 40, natürlich nichts gehört von der Familie. Aber dann hat man jede paar Monate Rotkreuzbriefe schreiben können. 25 Worte. Kann man nicht viel sagen. Und auf keinen Fall sich zu beschweren. Man wollte nicht, dass die Eltern da Unruhe haben. Der letzte Brief von meinen Eltern, von Deutschland nach England. Vater jetzt, ja. Ja, das ist das Datum. Möchtest du da noch was zu sagen? Nein, nichts zu sagen. Nee, kann ich verstehen. Das ist, wie man sich verhalten soll in England und was man zu erwarten hat. Als Flüchtling. Ja. Hier, eine der Aufgaben der jüdischen Gemeinde ist das Training Jugendlicher für Beschäftigungen sein, die wahrscheinlich Ihnen und Ihren Nachbarn in Übersee nützlich sein werden. Übersee. In anderen Worten, Sie hatten schon uns geschildert, dass wir nicht in England bleiben, dass wir Übersee gehen. Nicht wahr? Und das Training für Jugendliche wird hauptsächlich darin bestehen, für Knaben Landwirtschaft und Handwerk, für Mädchen Krankenpflege und Haushalt. Erwarten Sie nicht, dass diese jungen Leute zu Ärzten, Zahnärzten, Anwälten und Professoren ausgebildet werden. Für den gegenwärtigen Bedarf gibt es bereits viel zu viele Akademiker. Ja, das ist eine Kopie von dem Telegramm an Penas. Das ist ein Freund von mir. Da siehst du, Kinder abreisen, 17 Uhr, 5 Uhr Nachmittag, Abschied 13 Uhr. Also wir hatten 4 Stunden uns von den Eltern zu trennen. Warte. Das ist meine Fahrtkarte von Hook of Holland nach Harwich. Und das war ein Railway Steamer, ein Eisenbahnschiff. Hier, Prag hieß das Schiff. Im Alter von nicht einmal 16 Jahren wurde Coleman im Jahr 1941 in das Air Training Corps der Junior Royal Air Force aufgenommen. Nach der Grundausbildung absolvierte er intensive Ausbildungen zum Bordschützen und Funker. Der Zufall wollte es, dass er am 8. Mai 1945, dem Tag des Kriegsendes also, mit einem amerikanischen Bomber über Teile des zerstörten Deutschlands flog. Mein letzter Flug. Am 8. Mai 1945, aber ziemlich lange her, vom Kimbolton. Kimbolton war der Flughafen der 379, der 379. Bomber Group, heavy, schwer. Das war die Beste, kommt darauf an, von welchem Standort, Bombeneinheit. Dann hier. Und dann der nächste Punkt, der erste Punkt, Deutschland war Aachen. Aachen war ziemlich kaputt. Also ja so rumgeflogen ein bisschen. München, Gladbach, dann Düsseldorf. Neuss. Ja, das war alles kaputt. Hier rauf, Duisburg und Wesel und dann zurück. Und dann ging es dann hier runter, den Rhein. Köln,
Mühlhahn nach Köln war ziemlich flach. Und da bin ich über das Haus geflogen, das ich 6 Jahre vorher verlassen hatte, als Flüchtling. In Köln. In Köln, würde doch keiner glauben. Mm-mm. Und sah unser Haus, wo wir schon Gebäude waren, intakt, nichts passiert. 4 Häuser weiter war die Synagoge, die war beschädigt, aber stand noch. Man konnte sehen, was es war. Dann so rumgeflogen und natürlich beim Dom. Der Dom stand da noch und habe viel, viel Zerstörung. Und da habe ich da geguckt, ich kann mich noch erinnern, habe gedacht, das schied ihnen recht. Das habe ich nicht gedacht, ich habe gewusst, meine Eltern waren ermordet und Tausende von Toten lagen da noch unter den Trümmern. Ich konnte nicht lachen, ich konnte nicht weinen. Ich habe mir nur gedacht, es gibt doch einen Gott im Himmel, der sich gerecht hat an diese Verbrecher, die das getan haben. Wann haben Sie erfahren, dass die Nazis Ihre Eltern umgebracht haben im KZ? Am Ende 1945, also um diese Zeit, da hatte ich diesen Brief, ich glaube, ich habe ihn schon mal erwähnt, von meiner Schwester, der angefangen hat mit der Abschiebung nach Russland in 4 Waggons. Und wie sie da in Riga ankamen, in diesen Häusern, die vorgesehen waren für sie, pardon me, stand noch Essen, warmes Essen, das von dem ehemaligen Wohner dagelassen ist, wie sie am Essen waren, hat man sie rausgefärscht und erschossen. Deswegen waren die Teller noch warm und das Essen noch drauf. Das war das Erste, was sie erfahren haben. Ach. Ihre Schwester hat überlebt? Ja. Sie hat einen starken Willen zum Leben. Sie ist vor kurzem gestorben. 2 Monate her, war älter als ich. Sie war 93, wie sie gestorben ist, hat gelitten. Und manchmal hat sie gesagt, ja, das und das im Camp, war so eine Art Redensart, aber wir haben nicht, ich habe intim über die Sachen gesprochen. Sie hat mal alles geschildert in diesem Brief, den ich noch habe, den ich nie wieder gelesen habe. Wie man bei uns sagt in England, it's a skeleton in the cupboard. Es ist ein Skelett im Schrank. Nach seiner Zeit bei der Luftwaffe arbeitete Coleman für den Geheimdienst der US-Armee in Pullach. Dort lernte er auch seine spätere Frau Eva Rosenberg kennen. Die beiden gingen 1947 zurück nach England und heirateten. Beide erhielten die britische Staatsangehörigkeit und anglisierten ihre Namen. Aus der Ehe gingen 2 Kinder hervor, ein Sohn und eine Tochter. Ernest Coleman machte sich als Anstreicher und Kunstmaler selbstständig. Seine Frau, die noch vor Kriegsbeginn in Berlin mit dem Medizinstudium begonnen hatte, wäre gern Ärztin geworden. Zugunsten der Familie verzichtete sie auf die Fortsetzung ihres Studiums und damit auf ihre eigene Karriere.
Im Jahr 1988, 50 Jahre also nach der Pogromnacht, erhielt Coleman wie auch die anderen überlebenden jüdischen Bürger Wesels eine Einladung der Stadt Wesel. Gemeinsam mit seiner Frau reiste er erstmals wieder zurück in seine Geburtsstadt. Aus dieser unter dem damaligen Stadtdirektor Günter Fassbender entstandenen Initiative ging die Gründung des jüdisch-christlichen Freundeskreises hervor. Er organisiert gemeinsam mit der Stadt Wesel seit vielen Jahren eine Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht am 9. November. Ernest Coleman verband bis zum Tode Fassbenders eine tiefe Freundschaft mit dem ehemaligen Stadtdirektor und späteren Vorsitzenden des jüdisch-christlichen Freundeskreises. Coleman besuchte seine Geburtsstadt Wesel seit 1988 fast jährlich. Er spricht vor Erwachsenen, am liebsten aber vor Schülerinnen und Schülern über sein Leben und das Schicksal seiner Familie. Seine Besuche und Vorträge versteht Coleman als Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit. Insbesondere jungen Menschen versucht er zu vermitteln, wozu Intoleranz, Antisemitismus und rechtsextremes Gedankengut führen können. Für seinen Einsatz verlieh ihm die Stadt Wesel anlässlich seines 90. Geburtstages im Jahr 2016 die Ehrenbürgerwürde. Und so empfinde ich meinen Besuch nach Wesel, die Stadt, wo ich das Tageslicht der Welt erblickte, um zu sagen, was ich zu sagen habe. Nicht alles. Ich verschone meine Hörer nicht. Ich sage ihnen, wie es war, wie ich mich gefühlt habe. Und die Trennung, die ich hatte damals mit 12 Jahren von meinen Eltern, die ich nie wieder gesehen habe. Und es ist immer sehr gut empfangen worden von meinen Hörern. Und deswegen komme ich auch immer wieder zurück, weil ich das, wie gesagt, als Pflicht empfinde. Nächstes Jahr, 2018, wird es 80 Jahre sein seit der Kristallnacht. Diese Geschichte von der Kristallnacht, die ich in Köln erlebt habe, wo er mich den ganzen Tag in den Schrank versteckt hatte, wo ich gezittert und gebebt habe von Angst, ich war kein Held damals, die wird für immer für Deutschland als Land, nicht nur Wesels als Stadt, als ein schwarzes Ereignis auf den Schultern liegen. Nicht für heute, nicht für morgen, für ewig. Ich bin nur sozusagen der Einzige, der übergeblieben ist. Es ist manchmal schwer. So ist. Ja.